Und die Türen sind offen. Scheiße! Die Lichter scheinen... Ich muss Tor einholen. Das muss Tor gehört haben. Er hat es verdient. Tor? Da ist ein Übergang. Hat Cynthia Tor hineingezogen? Was war das? Wo ist Tor hin? Was zur Hölle wollen Sie damit sagen, Saga? Tor ruht sich im Wellness Center aus. Schon vergessen? Was? Wir beide haben gesehen, wie er in den Teich ist. Okay. Verarschen Sie mich, oder ist das wieder die Geschichte? Ganz ruhig. Keine Schimpfwörter, bitte. Sie lügt mich offensichtlich an. Warum? Rose sah Tor in den Teich gehen. Warum lügt sie mich an? Die Geheimmission für Ellens größten Fan. Die Heldin wird sagen... Wake ist zurück. Wir sind alle Figuren seiner Geschichte. Meine Güte. Ich bin nicht seine verfluchte Figur. Aber ich kann das nutzen, damit Rose aufhört, mich anzulügen. Wake ist zurück. Cynthia nahm Tor mit. Bei
Was ist mit ihr passiert? Wenn Dunkelheit in den Geist eindringt, dann wird man verwirrt. Ich habe ihre Lampe in den Schuhkarton gelegt. Wie nennt man eine Lampenlady ohne Lampe? Spricht Rose von Cynthia oder von sich selbst? Oder beides? Rose. Wake ist zurück. Oh mein Gott. Sie sind die Heldin. Sie sind hier, um Alan zu retten. Oh, tut mir leid, dass ich Sie nicht ins Wellness Center lassen wollte. Ich habe Thor und Gail dort eingesperrt, nachdem Sie durchgedreht sind. Ich wollte nicht, dass Sie verletzt werden. Hier. Diese Seite hat mir Wake für Sie gegeben. Oh, und Sie werden meine Schlüssel brauchen. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Durch das Gartenfenster drang ein Licht hinein. Die Horrorgeschichte hat Thor vor mir erreicht. Ich muss ihn retten. Der Schlüssel zu diesem Übergang ist die Old Gods of Asgard-Platte. Odin weiß bestimmt mehr. Die Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Plausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Thor verschwand im Teich. Ein weiterer Übergang. Es muss einer sein. Wie komme ich hinein? Ich muss das zerschneiden. Was ist gerade mit Thor passiert? Cynthia hat ihn mitgenommen. Ich wusste, dass jemand Thor beeinflusst. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser hier. Aus den Rohren kommt schwarzes Zeug. Oh. Cynthia steckt wahrscheinlich auch dahinter. Hat Cynthia eine Verbindung zum Kult des Baumes? Oh nein. Dafür ist sie viel zu gebrechlich. Aber früher war sie die beste Verteidigung der Stadt gegen die Mächte der Finsternis. Naja, nach Alan. Aber jetzt hat sie sie wohl erwischt. Sie müssen die Bewohner hier wegschaffen. Es ist nicht sicher. Oh, sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken. Sie haben ein schönes Leben geführt. Sie sind widerstandsfähig. Ich habe bereits allen gesagt, dass sie am Sammelplatz auf der Veranda warten sollen. Alle paar Monate gibt es eine Übung. Ich bin so stolz auf sie. Ich bin beeindruckt, wie vorbereitet sie sind. Wir sind an solche Dinge gewöhnt. Wake ist im Gewahrsam. Wie waren Sie in Kontakt mit ihm?
Er hinterlässt mir Nachrichten in Zeitungen und Büchern. Einmal hat er mir sogar mit einer Wolke geschrieben. Wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, spricht er im Traum zu mir. Okay. Und was sagt er Ihnen durch diese Wolken? Wie ich ihm helfen kann, wie ich mich schützen kann, Rezepte, wie man Besessene tötet und mehr. Ich habe in letzter Zeit auch einige beschriftete Seiten gefunden. Er arbeitet wohl an einem neuen Buch. Wie aufregend! Wake sagt Ihnen, wie man Besessene tötet? Oh, natürlich. Sie sind die Heldin, also wissen Sie das bestimmt schon. Alles, was man dafür braucht, ist ein starkes Licht und extreme Gewalt. Ganz einfach. Das Schwierige ist nur, die Leichen zu verstecken. Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Leiste nur meinen Beitrag, Schwester. Laut der Seite wird sich die Platte im Übergang öffnen. Oder bestimmt die Seite es vorher? Spiele ich die Geschichte nur mit? Angers Remorse. Das ist sie. Aber sie ist weg. Cynthia hat die Platte. Cynthia hat sie. Sie wird mir sagen, wo ich sie finde. Cynthia hat es auf Tor abgesehen. Warum auf ihn? Kümmere dich um den fiesen Anderson. Sein Herz war gebrochen. Annulliert.
Lücken taten sich auf. Es war zu spät. Hat sie aus ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Thor fernzuhalten. Wo ist Angers Remorse jetzt? Aufgeregt wie ein junges, verliebtes Männchen. Ein Robbenrot-Klischee. Die Schatten erwachten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelegentlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Angers Remorse. Wo ist sie, Cynthia? Im dunklen Wasser ertrunken. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verklotzt. Sie schrie. Ein Pflegeheim. Die Platte Angers Remorse ist bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Angers Remorse fehlt. Wer nahm sie mit? Unsere Scham wird zum fahlen Pferd. Oh, Thor, Bruder. Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Und Cynthia möchte ihn damit ruinieren. Sie hat Thor verführt. Vor Jahren bekämpften wir eine kratzende Hexe. Jetzt ist da wieder einer verfallen. Wir verlieren ihn vielleicht für immer. Ein Anderson weniger. Das wird nicht passieren. Cynthia hat Thor im Übergang. Angers Remorse ist der Schlüssel. Ich muss Cynthia dazu bringen, den Standort preiszugeben. Eine Badewanne, ein Teich, ein See. Es gibt einen roten Faden. Es bringt nichts, im dunklen Ort zu heulen.
Was war, ist jetzt weg. Aber Probleme sehen anders aus. Du kannst im Keller nach dem Generator sehen. Aber pass auf, man weiß nie, wo sich das... Ohne Strom ist der Schlüssel nutzlos. Der Keller. Danke.